Falschen Politikern, die mir versuchen, was Falsches zu erzählen. Und Gott sei Dank ist hier auch was Falsches drin und nicht Wasser. Jo. Also, das ist doch wenigstens einmal was Gutes. Ja, herzlich willkommen Krefeld auf der Montagsmahnwache. Schön, dass ihr da seid. Ein Applaus für euch selbst, das ist doch super. Ja, da drin laufen überall Fußballspiele und ich gucke auch sehr begeistert Fußball. Aber ich denke, es ist auch wichtig, einfach mal aufzustehen und zu sagen, mir passt hier was nicht. Ja, denn das kann ja nicht sein, alles wird uns unterm Arsch weggezogen und wie gesagt, der Wille der Bürger wird quasi fast gar nicht mehr gehört. Wir starten dann auch gleich mit dem ersten Song, der sich genau darum dreht, dass nämlich die Interessen mittlerweile in Thinktanks vertreten werden, aber nicht mehr im Deutschen Bundestag für uns. Wir spielen den ersten Song von unserer aktuellen Platte und der heißt Die Mafia. Einen mächtigen Verein, ja und da sitzen sie, die mächtigen vereint, Politiker ganz oben, der Fedos in Fraktionen, Großindustrielle und die Medienmogule, sie treffen sich einmal im Jahr, im Berliner Magnushaus, und tauschen schamlos Informationen und Pathos aus. Sie sehen sich als die Herren dieses Landes und zu allem imstande. Loyalitäten sind hier nicht zu verhandeln, denn sie sind alle transatlantisch verwandt. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Ja, diese Mafia gibt seit geraumer Zeit. Wattatlantik ganz so widerläuft, wird aus dem Weg geräumt. Die Dominanz der US-amerikanischen Banken geriet beinahe 81 durch die deutsche Bank ins Wanken. Plante her auf den Einstieg ins Investmentgeschäft mit einem Eigenkapital von über 50%. Für das hat Ende gewesen der US-Hegemonie und deshalb galt es Herrhausen schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und gab zudem mehr Weg, die Drittweltschulden zu erlassen und Moral im Bankensektor öffentlich zu hinterfragen. Dessen Tage sind gezählt. Es fallen Schüsse, Nachfolger Hilmar Kopper, Mitglied der Atlantikbrücke. Das gleiche Schicksal traf auf Detlef Kastenhoff. Wenn er nicht folgsam war, schlug der Trabantrom wieder zu. Denn drüben in den USA war man scharf auf den Nachlass der DDR und da traf es sich ganz gut, dass Atlantikkarren Breul den Staatsbesitz der DDR verscheuerte wie toll. So befolgte sie die Order und wickelte sie ab. Zusammen mit JP Morgan, Warburg und Goldman Sachs. Denn es verschreckt die Mafia auch nicht zurück vom Morden. Doch dann rufen sie den Mossad an, um für Ruhe zu sorgen. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Ja, verlor die Mafia schon wieder die Geduld. So geschehen bei dem Ex-Bundespräsidenten Wulff. Man sucht nach Schuld, weil der abtrünnige Bruder offenbar nicht das tut, was eigentlich zu tun war. Kein Wort über Wulff und sein Support für KWS, nein. Man macht ihn wegen eines Hausgewittes Stress sein. Verstoß gegen das Gentechnikgesetz ist nicht der Grund dafür, dass man ihn öffentlich zerfetzt. Stattdessen sollte man wissen, dass Wulff noch ein Gewissen hat. So lehnte er geflissentlich die Euro-Rettungspisse ab. Ist das der Grund, warum es sich verschärft hat und sieht man von der Bild ihn in seinem Drecksland angesperrt hat? Ja, man mag spekulieren, doch klar ist kein Gesetz. Wird dem Bundestag passieren, wenn er die Unterschrift nicht setzt. Und jetzt geht es um Milliarden und da frage ich mich doch sehr, hätte er den Rettungsschirm seiner Unterschrift verwehrt? Und nun schau, jetzt wird Joachim Gau wieder ein Mitglied der Atlantikbrücke e.V. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die ganze transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die ganze transatlantische Mafia. Warum kann man im Land hier die Mafia nicht sehen? Was Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft unterstehen? Und die hebelt alles aus, was Mafiosis hier nicht passt. Und so kommen in diesem Land niemals die Richtigen im Knast. Keine Klage in den Tagen des Betrugs der CDU. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble immer noch auf freiem Fuß. Bei Fischer und bei Schröder singen sie das gleiche Lied. Keine Strafe wegen Vorbereitung eines Angriffskriegs. Weil die vierte Macht im Staat einfach jämmerlich versagt. Unsere Presse gleichgeschaltet ist im Geist der USA. Transatlantische Gremien übernehmen hierzulande.
dieser Wandler kommt ihm scheinbar ans Licht, springt die Marionette ab, steht in der Schlange schon der nächste, der parat. Und deshalb braucht es keine Spionage mehr. Sie verschließen aus den Mäulern dieser USA. Sprich und wer mit dem Kopf am Tischen steckt in diesem Arsch. Wir nennen die Bilderberger dann zum Kanzlerkandidat. Schlag Alarm. Ja, wir gehen die Mafia in diesem Land. Wir gehen die Mafia und das seit Jahren. Wir gehen die Mafia, die tut uns transatlantische Mafia. Schlag Alarm. Denn hier wir gehen die Mafia in diesem Land. Wir gehen die Mafia und das seit Jahren. Wir gehen die Mafia, die tut uns transatlantische Mafia. Ciao. Dankeschön. Ja, das ist im Kurz, dass wir irgendwie glauben, wir würden mit unserer Stimme irgendwas bewirken. Ja, das ist wirklich schon schwer enttäuschend, weil man kann Politiker nicht abwählen. Wie gesagt, die wählt man und dann machen die 4 Jahre lang, was sie wollen. Und dann schreiben die Medien auch noch, ja, das war doch gut, das war alles super. Und ihr merkt das ja auch, ne? Ihr habt alle mehr Geld in der Tasche, oder? Nein, der Siemens-Konzern, der hat mehr Geld in der Tasche vielleicht, ja. Und so ist es. Lobbyisten machen mittlerweile ja mehr Politik als die eigentlichen Politiker. Ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete haben wir, 600 Stück, 700 Stück ungefähr. Ja, und da scharen sich nochmal 10-mal so viele Lobbyisten drumherum, die jedem einzelnen Politiker hinterher schwänzen und sagen, du, wenn du für mich hier ein bisschen was machen kannst, dann wäre schön und vielleicht das hängt ja auch ein bisschen was von unserem Gewinn ab und dann werden Entscheidungen getroffen, die überhaupt nicht im Sinne des Volkes sind. Ja, aber die meisten, die stört das nicht, weil es gibt ja den Delta Musikpark, da kann man am Samstag hingehen und feiern und saufen und sich dann absolut wegschädeln, sodass man davon gar nichts mehr mitbekommt. Ich versuche jetzt mal ein Zitat hinzubekommen. Ich höre gerade ein Hörbuch über Dietrich Bonhoeffer. Da gab es ein Pfarrer, der auch inhaftiert wurde, der die ganze Zeit während der Hitlerzeit nichts gesagt hat. Er hat gesagt, als sie die Kommunisten abgeholt haben, da habe ich geschwiegen. Und als sie die Gewerkschafter abgeholt haben, da habe ich geschwiegen. Und als sie dann die Pfarrer und mich abgeholt haben, da war keiner mehr da, der was hätte sagen können. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen laut sein. Ja, und uns das nicht gefallen hat. Ich schweife jetzt ein bisschen aus, Entschuldigung. Aber ich will ja auch im Thema bleiben. Das ist ja eine politische Veranstaltung und nicht nur eine Musikveranstaltung. Also bringe ich mich da mal ein bisschen ein. Ich habe jetzt 30 Euro dafür zahlen müssen, um mich mit meinem Personalausweis überwachen zu lassen. Da ist dieser RFID-Chip drin, wo der Schäuble mit im Vorstand dieser Chip-Firma sitzt. Und da ist es möglich, wenn ich jetzt an der Mülltonne vorbeilaufe, dass die mich registriert und die merkt anhand des sogenannten Doppler-Effekts. Das kennt ihr von diesem Tatütata. Das gibt es auch quasi auf Funk. Ja? Das heißt, dann kommt dieser Ton, da merkt man, jetzt fährt der Wagen wieder von mir weg. Und das kann man mit diesem Chip auch machen. Also da liegt bei jetzt eine Bombe in die Mülltonne und der Wollner, weil der so unbequem ist und immer auf dem Montagsdemo so böse Lieder singt, der geht jetzt auf die Mülltonne zu, dann merkt die Elektronik, jetzt geht der wieder weg. Bums. Das geht mit unserem neuen Personalausweis. Ja, abgesehen davon hat mich die Tante noch gefragt, ob ich meine Fingerabdrücke darauf speichern wollte. Ich habe gesagt, wieso? Ich bin nicht auf Bewährung. Ich habe nichts verbrochen. Was soll das? Ja? Aber sowas wird eingeschlichen und das interessiert eigentlich keinen. So diese Teilnahmslosigkeit, die ist einfach riesig in der Bevölkerung, weil man kann ja bei Mango reingehen und sich ein neues T-Shirt kaufen. Das ist ja schön. Ne? Naja, wie dem auch sei, einen Schluck noch und dann machen wir weiter mit dem nächsten Song. Die ist aber ganz schön süß, ist mit Zucker. Ja, wie dem auch sei, Apfelschorle trinken. Auf jeden Fall habe ich wieder, ja, dann nehme ich doch lieber noch einen Schluck Wodka. Ja, und wir subsumieren das mal. Man darf ja heute kein Kritiker mehr der israelischen Regierung sein, dann ist man ja direkt ein Antisemit, wenn die Palästinenser-Hütte bombardieren. Und wenn man einen gewissen Körperteil einer Frau schön findet, dann ist man direkt ein Sexist. Und wenn einem nicht jede Figur von Christopher Street Day gefällt, dann ist man homophob. Und in diese Kategorien werden ganz viele Leute eingeordnet, sodass insbesondere die Politiker schon gar nicht mehr trauen, sich irgendwas zu sagen, weil man kann ja irgendwo bestimmt was bei denen finden, wo die irgendwo böse und politisch unkorrekt sind. Und so wird dann Politik eingenordet. Und dann gibt es keine kritische Politik mehr. Mit Ausnahme von dem Dieter Dehm beispielsweise, der in Berlin auf der Mahnwache war. Ja, wie die Politik, gerade die linke Politik, unterwandert wird, das beschreiben wir im nächsten Song, der heißt Die Wahrheit. Ja, die Wahrheit lässt sich nicht aufhalten. Leider nein. Das muss ich auch den Herren im Bundestag sagen und denen drumherum. Die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen und sehen alle, was die Wahrheit ist.
sind die Letzten, die immer noch die Wahrheit sagen. In diesen dunklen Tagen immer noch zu Fragen wagen. Ja, wir holen die Themen ans Tageslicht. Und darum sagen sie, die Bandbreite mag ich nicht. Hey, Tabus, die gibt es und die gab es nicht. Wir sitzen hier an Gnaden los, was hier im Argen liegt. Wir sind die krasseste Band dieser Republik. Sie lügen, sie gedruckt, wir rappen wie ihr lügt. Antisemit, nennen sie mich, wer aufsteigt. Und weil Günther Grass es ist, muss ich jetzt wohl auch sein. Laufend inflationieren sie den Begriff. Belegen damit jeden zweiten Friedensaktivist. Relativieren doch damit ganz klar die Nazi-Morde. Weil alle Judenhasser sind für den Tod und Konsorten. Und sofort statuieren sie ein Exempel. Denn hier bekommen alle Dissidenten diesen Stempel. Und meine Band wäre schwer homophob, komisch. Keiner meiner schwulen Freunde sieht das so. Verlogene Trolls, die mal gar nichts kapiert haben, gehen uns auf den Sack, die Pädophile auf Zierer. Wir sind am stärksten gehasst und am stärksten geliebt, weil hier das Herz auf sie, obwohl der Schmerz überwiegt. Wir sind die Abrissbirne für dein Weltbild. Mir egal, ob du die rote Pille selbst willst. Denn die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schau und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Willkommen im Faschismus der schönen BRD, die so tut, als wäre die Vergangenheit passé. Noch immer lebt der Glaube, dass wir die Guten wären, doch es trügt der Schein wie Lügner zu Gutenberg. Ja, Zensur passiert doch nicht mal durch den Staat, unisono lügt das Medienkonglomerat. Ja, was denkt ihr, machen diese Huren da? Bertelsmann, Springer, Holzbrink und Ruhr da. Ey, Kurva, willst du nicht begreifen? Sieh dich um, alle zeigen die der Gleiche. Goebbels wäre stolz auf diese Leistung. Gleichschaltung wie im Dritten Reich. Und sie machen uns die Kriege wieder schmackhaft. Für den Frieden, wie sie sagen, dieser Abfuck. Wir gestützt von der ganzen Nation. Sie geben den Schlag, dann wir tanzen dazu. Glaubst du wirklich, eine dieser vier Parteien kann was ändern an dem Zustand, Mann, ich sage nein. Und den Kleinen, den Stutz waren die Flügel. Die Opposition hält man kurz an den Zügel. Hat übel, die Radl und die Linke werden durchfrisiert. Sollte sich der Wähler an der Urne doch verlieren, die werden sie sezieren und unterwandern, bis sie die gleiche Meinung haben wie die anderen. Doch die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schau und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Parlamentarismus ist nicht praktikabel bei der Qualität an Parlamentariern. Man wird euch endlich klar, dass ihr in einer Lüge lebt. Al-Qaida heißt es Freie Syrische Armee, in irgendeinem linken Jugendverband. Von Antideutschen unterwandert oder überrannt. Hey, es ist nicht mal so, dass es wirklich viele sind. Es sind nur zu viele der Guten auf beiden Augen blind. Symptomatisch wird das war tagtäglich. Eintracht zerschlägt, man ist nicht mehr beweglich. Ein Gespür im Korsett der Political Correctness. Verängstigt wie ein kleines Kind, dann ins Bett nässt. Bei dem Zustand unserer Presse vergesse ich mich. Nur an meinem Spiegel sehe ich nicht, dass er hässlich ist. Grässlich ist wie Qualitätsjournalisten. Das Wissen in dieser Republik überlisten. Und hey, ihr seid live dabei mit der Bandbreite. Die Letzten, die hier noch die Missstände anzeigen. Brandmarkt die Schandtaten, zeigt's auf den Landkarten. Nenn euch die Namen der Korsaren und der Landratten. In diesem Land hatten zu viele zu lang das Sagen. Eingeschnürt in US-amerikanischen Korsagen. Doch egal, Mann, wie stark sie uns bekriegen. Ihr könnt uns töten, doch die Wahrheit wird siegen. Denn die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten. Niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten. Niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten. Sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen. Dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten. Niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten. Niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten. Sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen. Dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Ja. Augen aufhalten und den Mitmenschen.